so nicht kennt, das ist Melinda, ich bin David und wir sind schon seit 8 Monaten unterwegs. Wir sind jetzt in Thailand, in Chiang Mai. Genau. Ja, das wollte ich sagen. Das wolltest du sagen? Ja. Ja, siehst du, habe ich jetzt schon gesagt. Gestern haben wir uns einen Roller gemietet und heute wollen wir mal ein bisschen durch die Gegend düsen. Leute, schön aufheben. Aber es bringt alles nichts. Wir wurden nämlich gerade von der Polizei angehalten und durften 500 Baht bezahlen, weil wir hier bei A und A1 keinen Stempel haben. Bei A und A1 keinen Stempel haben? Genau, das heißt, ich habe nur einen Führerschein für einen 50er Roller, also die Klasse M. Aber das hier scheint ein schnellerer Roller zu sein. Haben wir uns gestern schon gedacht, dass der vielleicht ein bisschen zu schnell für uns ist und dafür haben wir keinen Führerschein. Also ich wusste es ehrlich gesagt nicht. 500 Euro Bart bezahlen. Was umgerechnet 12 Euro sind. Genau. Aber die Quittung kann man sich aufheben und jetzt haben wir die nächsten 2 Tage einen Freifahrtschein. Was genau passt, weil wir haben noch 2 Tage den Roller. Also nur für 2 Tage gilt das, ja? Ja, genau. Das heißt, man macht ein bisschen Geld damit, ne? Auch wenn es rechtlich richtig ist, selbst schuld. Aber die wissen das anscheinend, dass die Leute sich nicht informieren. Genau, was für einen schnellen Roller man sich ausleihen darf. Ja. In das Deutschland gibt es halt schon aus. Punkte und man wäre jetzt wahrscheinlich schon irgendwo in einem Strafregister vermerkt, hier zahlt man 500 Baht und darf weiterfahren. Was sind das für Geräusche? Weiß das jemand? Schon was los? Ja. Den Sonnenuntergang werden wir uns nicht alleine angucken. Das bestimmt nicht. Market in der Walking Street in Chiang Mai gelandet und es ist sehr viel los und wir schauen uns jetzt mal an. Guten Morgen, da sind wir auch schon wieder, frisch und ausgeschlafen, gut gefrühstückt und heute wollen wir uns eine coole, hippe Straße angucken und noch zusätzlich einen Tempel. Genau, und da fahren wir jetzt hin und zwar, tja, so schnell geht das hier in Chiang Mai mit unserem 125er Roller, da sind wir auch schon, hinter uns der Tempel und den schauen wir uns jetzt mal an, auf geht's. Morgen, Leute. Guten Tag. Morning. Wie würden Sie
ist jetzt morgens und wir wurden gerade abgeholt, wie ihr gesehen habt. Und jetzt geht es für uns nämlich zu einem absoluten Must-Do in Chiang Mai. Eine Kochschule besuchen. Die erste Station ist der Local Market. Da kaufen wir jetzt ein, das, was wir dann heute kochen werden. Okay, guys, follow me, Sachen gezeigt und erklärt, das hätten wir uns auch sparen können. Ich glaube, das war nur, damit man halt ein bisschen was einkauft für die Touristen. So, und jetzt sind wir hier an der Kochschule angekommen. Jetzt sind wir mal sehr gespannt, was hier so abgeht. One, two, three, fuck it! My darling, I love you, 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 I love you. Und Melly, hast du Spaß? Patra, you take this one, please. Da. Kochen ist wie Magie. Das meinte ich, ja. Wir verwandeln jetzt das hier und das hier in etwas Neues. So, Chefin, was gibt's? Springroll. Ich mach so Bock, ey. Das ist einfach so geil. Fressmarathon. Alter Schwede, ich kann nicht mehr. Ja, hallo Freunde der Sonne! Überraschenderweise ist halt cool, wenn man ohne Plan reist. Dann kann man nämlich immer umplanen. Ja, eigentlich wollten wir jetzt schon in Australien sein seit 3 Wochen, aber es gefällt uns hier so gut. Und nein, nicht seit 3 Wochen, seit ein paar Tagen. Ah, seit 2 Wochen so ungefähr. Oder seit ein paar Tagen. Aber wir finden es hier richtig cool in Thailand und Südostasien. Also bleiben wir noch ein bisschen länger hier. Wir gehen jetzt auch bald nach Myanmar und müssen jetzt mal das Visa klar machen und noch so ein paar Busverbindungen checken. Vielleicht trennen wir mal wieder, ne? Vielleicht. Melly fährt mit dem Bus. Ich weiß nicht. Und ich trenne vielleicht. Mal schauen. Ich finde die Busse ganz bequem hier und die sind auch nicht so teuer. Und das war mal eine Erfahrung zu trampen und das haben wir das erste halbe Jahr auch gemacht. Aber wir müssen ja auch verschiedene Arten des Reisens testen. Ja, das stimmt. Verschiedene Arten des Reisens, um euch darüber zu berichten, wie man gut und günstig überall reisen kann. Ja, genau. Ja, finde ich eigentlich auch. Auf jeden Fall, genau. Und da sind wir wieder in Chiang Mai. Fühlt sich schon an, als würden wir nach Hause kommen, weil wir uns mittlerweile schon so gut auskennen, gehen aus dem Hostel raus und wissen, wo wir lang müssen. Ja. Wir sind extra zurückgekommen wegen dem Festival Lukratong und Yipeng. Lukratong. Und heute geht es auch schon los. Um 18 Uhr ist die Öffnungszeremonie und wir sind gerade auf dem Weg zu dieser Zeremonie. Unterwegs gibt es noch was zu futtern. Und genau, dann soll es mal so losgehen in diesem Video. Denkt dran, macht es euch gemütlich. Und dann bleibt. So krass, was hier los ist. Man merkt total, dass das Festival ist, weil es ist so 3-mal oder 4-mal voller als vor 3 Wochen, wo wir hier waren.
das ist unser Geheimtipp. Und irgendwie haben den auch ein paar andere Leute mitgekriegt. Ja, das ist in einem Tempel. Das soll halt richtig schön sein. Das sieht auch schön aus, aber es ist so überfüllt. Was ist eigentlich los in dieser Stadt heute? Die Leute. Ja, hier ist nicht weniger los wie auf der Brücke, ne? Leider nicht. Ja, voll geil der Spot hier. Mega nice Atmosphäre. Und das kostenlos. Also Leute, bezahlt halt nicht dafür. 100 Euro. Und es ist mega schön hier. Viele Locals. Und oh, wow. Ja, manche fangen an zu brennen. Ich wünsche dir, Schatzi, Tabi und Adri, ein frohes Neues. Frohes Neues. Ach, das ist der Mond. Ich dachte die ganze Zeit, Alter, was ist das für eine Laterne hier? So läuft. That's it? Das wolltest du sagen? Ja. Okay, los. Das schneidet nicht so schwer.